So, und damit hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ah, lustigerweise habe ich die Tierzähne doch schon beschafft. Zufällig. Also die sind einfach in meiner Tasche. Brauchte nur irgendwelche Zähne wohl. So, wo sollte der Typ sonst sein als hier? Der als drittes noch die Komaren kennt. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Es heißt, du wüsstest über die Komaren Bescheid. Mein Meister drischt mich, wenn ich wieder Geschichten erzähle. Aber es ist alles wahr. Ich tu dir nichts. Sag mir nur, stimmt es wirklich? Ich schwör's. Ich sehe sie jede Nacht in meinen Träumen. Aha, na gut. Was tragen Komaren für Rüstungen? Häute von Hunden, die sie in der Nacht erschlagen, damit keine Waffe ihnen was anhaben kann. Danke. Ich würde gerne... Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Ein Bier für mich. Gern geschehen. Boah, heute bei Nacht... Nee, erlege bei Nacht einen Hund und häute ihn. Wie sind die denn alle drauf? Vor allem müssen wir jetzt eh bis Nacht warten, weil wir natürlich gerne das Rezept fürs Bierbrauen hier stehlen wollen. Hundehaut. Vielleicht finden wir die Hundehaut auch bei unserem abendlichen Spaziergang. So, was haben wir hier? Wir haben normalen Händler, den Schreiber... Habe ich das Catnap nicht ausgezogen? So. Das modische Hemd kann ich ja trotzdem tragen. Und schon bin ich charismatisch und einfach gepanzert. Naja, an sich bin ich gar nicht gepanzert. Aber ich bin charismatisch. Und ich bin nicht nackt. Sondern trage leichte Rüstung und sehe aus wie ein Adliger. Die Leute werden sagen, schaut euch diesen wundervollen Mann an. Sieht er nicht toll aus? Ich hoffe, wir haben die Sperrstunde um 1 Uhr. Bin ich denn sehr auffällig? Geht so. Und rein da. Das sieht doch schon mal gut aus. Ach, dieses Schloss ist zu kompliziert. Dieses Schloss ist auch zu kompliziert. Also was macht man?
Man räumt die Frau aus. Was die so alles dabei hat. Aber kein Schlüssel für die Truhen, ne? Ja, war ja klar. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Kann ja sein, dass das alles irgendwo versteckt ist. Ja, versteckt ist vielleicht übertrieben. Moment, das Schloss ist zu kompliziert, aber wir haben Schlüssel dabei. Toll. Gebratenes Huhn, Forelle. Hier scheinen auch die Klamotten von der Dame nur drin zu sein. Der Schmied speichert auch gern ab. Rezept hat er aber nicht dabei gehabt. Aber Schlüssel, vielleicht waren das die Schlüssel hier für den Hauptraum. Nö. Auch nicht. Und nun? Ich hasse es. Oder versteckt das hier auf dem Dachstuhl? Nee, das ist das Zimmer, was du mieten kannst. Also wo soll der jetzt das Rezept noch verstecken? Hat das einfach an die Wand genagelt irgendwo? Ach, das wäre alles Blödsinn. Hat der einen Keller? Nee. Nix. Könnte ihm dabei behilflich sein. Junge Frau, bitte bleiben Sie doch liegen.
Dieb im Glück. Verdammt, das ist nur dem seine normalen Handelswaren sind da drin. Tja. So viel dazu. Vielleicht sollte ich mit dem mal darüber reden. Über den sein Bierbraurezept. Habe ich ein anderes Problem, weil jetzt muss ich einen Hund finden noch. Hunde bellen mich ja nachts nicht mehr an. Das habe ich ja irgendwann mal freigeschaltet. Oder wenigstens ein Hundefell finden. Oder habe ich hier beim Pferd noch eins drin? Wildschweinleder, früher hatten wir immer sowas wie Hundefelle und sowas in diesen ganzen Kisten drin. Aber heutzutage... gibt es ja keine einfachen Kisten mehr. Ha, Hundeleder. Da muss ich auch keinen Hund töten. Wäre noch schöner. Und bei wem sollte ich... habe ich vielleicht eine Möglichkeit, noch eine Feder zu finden? Das wäre nämlich so das nächste. Beschaffe Rabenfedern. Beschaffe ein paar Tierzähne. Optional beschaffe Wolfzähne. Kuckuck. Vielleicht, wenn ich beim normalen Händler einsteige. Rahmenfedern würde ich nur in Nestern finden. Also ich weiß, wir hatten mal die Situation, dass ich da eine Feder gefunden habe. Aber sonst, keine Ahnung, nie gesehen, Rahmen. Meine Güte. Falsche Taste gedrückt. Da kommt mein Pferd übrigens angelaufen. So, Otto Normalhändler, wo bist du? Scheint gerade sehr gut zu schlafen. Und ich kann ein bisschen bei ihm lernen. Was hast du vor? Boah! Dieb! Wache! Hey, du! Ach du Scheiße. Du wurdest beim St... du hättest dir das...
Typisch für mich. Also gut, nur so viel. Da, also... Verdammte Hacke, ey, hat der mich erschreckt. Ich muss aber bedenken, wir haben mitten in der Nacht. Wieso schleichst du wie ein Strauchdieb im Dunkeln umher? Hier, ich mache eine Fackel an. Und wir warten jetzt einfach. Die ganzen Sachen zu bestehlen, ist echt für'n Arsch. Das reimt sich! So. Dann rede ich jetzt einfach mal mit dem Wirt und frage ihn nach dem Rezept. Ich hoffe, ich kann... Gehen hier irgendwelche... Nichts außergewöhnlich. Oh. Na toll. Nur ohne Kack, wo soll's denn noch sein? Das ist schon wie bei dem Stoff, ne? Du rennst 8000 Jahre rum und guckst dir alles an und am Ende ist das irgendwo, ja, total offensichtlich liegt das irgendwo. So wie jetzt der Käse da. Moment, vielleicht hat das ja in seinem Bett liegen. Nee, macht auch keinen Sinn. Au. Nee, das ist nur ein Loch. Pass auf, wo du hingehst. Schankmaid, wirst du bitte mit mir reden und mir sagen, wo euer geheimes Bierrezept ist? Tja, doof. Und der Allgemeinhändler hasst mich jetzt. Gott segne dich. Redest du noch mit mir? Wie geht's? Wie geht's? Lass uns handeln. Okay, er mag mich nicht mehr so sehr. Aber wenn du vielleicht irgendwas Federn ähnliches hättest, wäre ich dir sehr verbunden. Sieht aber auch nicht so aus. Aber dafür
zahle ich ein bisschen reden obendrauf. Reden wir über den Preis. Hier. Nun denn. Entschuldigung, der Bereich ist privat. Ich bin sofort wieder rausgegangen. Du musst keinen Stress machen. Und wenn man jetzt so genau guckt, sieht es aus, als wenn die Markierung für das Bier vor dem Gebäude wäre. Nee, das ist drin. Aber das ganze Gebäude zählt. Ah, muss ich vielleicht wiederkommen, wenn ich fitter bin. Vor allem, der das aufschreiben lassen, der kann gar nicht lesen. Also wo lege ich was hin, wenn ich nicht lesen kann? Geil, ich kann auf der Bank auch schlafen. Und hinter der Tür ist auch nichts versteckt. Es muss in der einen Kiste da vorne sein und ich kann diese Kiste nicht öffnen. Falls ich das irgendwo übersehen habe, tut es mir leid, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe wirklich nichts übersehen. Ich bin durch das ganze Ding hier durch. Der hat keinen Keller oder sonst irgendwas. Dachstuhl ist halt, ja, die eine Ecke da. Wo halt auch ich schlafen kann. Das daneben ist halt das Bäckershaus. Ach guck mal, da unten war ein Nest. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht habe ich das noch nicht runtergeschossen. Und ich finde da drin auch noch die Rahmenfedern. Und während ich Pfeil und Bogen in die Hand nehme, können direkt alle Leute wieder rummeckern. Was machst du da? Warum läufst du hier rum wie so ein Dieb? Verdammt, das Nest habe ich natürlich schon runtergeschossen. Da war ich noch effizient unterwegs. Ich glaube, bestimmt auch einfach einen Vogel töten, oder? Oder so ein Hühnchen, was rumrennt. Aber die gehören ja alle irgendwem. Okay, ja, schlecht sagen, ja, schieße ich mal eben hier weg.
So, hier habe ich das Nest bestimmt nicht runtergeschossen. Da oben ist das nämlich noch. Blöpp. Ha, boah, bin ich ein Lacker. Es ist zwar nur eine einzige Feder. Aber wir haben doch bestimmt hier noch irgendwo ein Nest. Wo ich früher zu faul war, das runterzuschießen. Da oben ist ein... Ah, daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern, dass ich das runtergeschossen habe. Mich auch noch manuell reiten, damit mir das nicht entgeht auf dem Weg. So, schauen wir mal. Wir können hier den Weg lang reiten. Und dann da vorne rechts. Genießen wir ein bisschen die Aussicht. Und ja, ich reite absichtlich im normalen Galopp. Bin ich zu früh abgebogen? Nö. Neue Stufe erreicht, reiten. Nest entdeckt. Hä, wo? Da. Komm, mach mich zum Superlacker. Oh, da ist nur ein Groschen drin. Und das nächste Nest. Da. Ja, ich will es mit dem Schwert runterschlagen. Nein, ich will es runterschießen. Na komm. Lass mich raten, gar keine Pfeile. Na, nicht wegrennen. Och, komm schon, Junge. Da ist ein Dietrich drin. Ich habe mich einfach zu sehr gefreut. Also hinten raus bei dem Type. Und gerne links durch den Wald. Hier wird es bestimmt schnell wieder ein Nest geben.
Oh, mein Auge. Verletzt du gerade mein Pferd? Würdest du bitte damit aufhören? Das Pferd war nicht günstig. Hat schon seine Gründe, warum du zu Fuß unterwegs bist und ich mit dem Pferd reite. Moment, ist das eine Zweigung? Eine Abzweigung, ja. Hallo Wanderer, ich habe leider keine Zeit für dich. Ich bin auf der Suche nach Nestern. Ja, hier haben wir damals die Banditen getroffen, die den Typen von der Farm gesucht haben. Kann mich auch noch ganz düster erinnern, dass wir dann hier versucht hatten, das Nest runterzuschießen. Und ich weiß, das ist nämlich genau Sache. Ich hatte zuerst das Gefühl, es funktioniert nicht, das Runterschießen. Und dann ging es nämlich, glaube ich, plötzlich doch. Und ich habe es doch nicht runtergeschossen damals. Aber diesmal. Und da ist eine schwarze Feder drin. Sehr schön. Und jetzt haben wir nämlich alles, was wir brauchen, um wie ein richtiger Kumane auszusehen. Wir haben Hundehaut, wir haben ein paar Zähne, die zwar nicht vom Wolf sind, aber... von irgendeinem Tier. Und wir haben die Schwarzzähne. So, jetzt steck mal eben den Bogen weg. Nicht, dass du hier geärgert wirst. Gott sei mit dir. Ach, jetzt weiß ich, wer der Typ ist, der vor mir wegrennt hier. Das ist der Typ, den wir damals ausgeraubt haben für diese dreckige Hure, die hier vor dem Wirtshaus immer stand. Ich habe alles verflucht. Wunderbar. Komm mit. Wieso dauert das so lange? Ach, was weiß ich. Bereit? Dann setz ihn mal auf. Das sieht doch schon besser aus. Wahnsinn. Das sieht verdammt gut aus. Ist das nicht so dick aufgetragen? Es ist perfekt. Würde ich dich so im Dunkeln treffen, würde ich mir einscheißen. Ja, echt. Genau so hat ein Kumane auszusehen. Sagt der, der noch nie einen gesehen hat. Ja, ich meine, genau so stellen sich die Leute einen Kuman vor. Ja, das ist nicht übel. Gar nicht mal so übel. Und wir fangen gerade erst an. Du hast erhalten Kumanenmaske. Oh. Unglaublich. Zieh dir das rein. Ich sehe aus wie der schrecklichste Mensch der Welt.
Und ich habe gar keine Quest mehr für die. Wahrscheinlich muss ich mit denen nochmal reden. Ich meine mit Matthias und Fritz. Andreas wird mir wahrscheinlich jetzt nichts sagen dazu. Ist hier in letzter Zeit etwas in... Bloß das Übliche. Stimmt. Ich hatte eher an gute Gelegenheiten gedacht, ein paar Groschen zu verdienen. Es steht nichts Besonderes an. Aber ich hab da was läuten hören. Einer deiner Nachbarn wusste Interessantes zu berichten. Wer? Ich kenne seinen Namen nicht. Etwa in deinem Alter. Er meinte, seiner Familie gehört die Skalitzer Schenke. Adam Junior also. Und was hat er erzählt? Er wollte nach Hause zurück, den Schaden in Augenschein nehmen. Und da hat jemand das Haus vor seinen Augen geplündert. Verstehe. Bin selbst an Plünderer geraten. Das ist aber nicht interessant, sondern eher traurig. Christlich ist es jedenfalls nicht. Die Sache ist die. Adams Familie hatte Geld im Keller versteckt. Hat Adam dir gesagt, wohin er will? Er meinte, er will nach Ratai. Hat dort irgendwas zu erledigen. Wird nicht leicht, ihn zu finden. Im Moment wimmelt's dort von Leuten. Dann wirst du halt rumfragen müssen, oder? Scheiße auch, soll ich dich dabei auch noch an die Hand nehmen, oder was? Ich würde nicht darauf wetten, dass es noch da ist. Der Plünderer hat es bestimmt längst verprasst. Außerdem wird Adams Familie wohl kaum die königliche Schatzkammer versteckt haben. Adam meinte, es wäre genug, um ein ganzes Haus ausbessern zu lassen. Oder um die Welt zu bereisen. Mag sein, wirkt auf mich aber alles dubios. Ich sehe keinen Grund, der Sache nachzugehen. Verstehe ich, aber was Besseres habe ich nicht. Warum fragst du Adam nicht einfach und guckst, wie weit es dich bringt? Ich höre mich mal um. Mach das und frag ihn, wenn du ihn siehst. Vielleicht findest du etwas heraus. Der Typ versucht immer wieder reinzugehen, rennt aber von mir weg. Ach, guck mal, da ist Fritz. Euch habe ich gerade gesucht. Allmächtiger, ist dir etwas zugesch... Willst du mich veräppeln? Guck mich an. Ich habe ja wohl denn? Die feinsten Kleider der Welt an. Ist das dein Ernst? Glück und Gesundheit. Ich bin ja nicht mehr angeschlagen. Ah, okay, ich bin schon dreckig. Aber ich musste ja auch durch den Regen laufen. Ich glaube, wir haben einen höheren Charisma-Wert. So, wir können jetzt eigentlich noch aus Neuhof den Humpen holen von Andreas. Ja, das war mit dem Rezept da oben. Das war Betty. Für den beraubten Mann in Ratai. Hilf Andreas dem Wirt dabei, mehr über die Plünderer der Skalitzer Schenke herauszufinden. Da ist doch auch schon wieder so ein bisschen mehr... nimmst den... Du kannst nur drei Nebenquests oder Aktivitäten verfolgen. Nimmst den Reichen... Moment, nimmst den Reichen, gibst den Armen. Auf nach Neuhof. Moment mal, das ist doch der Reiterhof. Ach komm, Jakob wird mir auf jeden Fall den Humpen zurückgeben. Ich habe damals hier die Plünderer erledigt und alles aufgeklärt. Ich habe das Rennen gewonnen für die. Und Soras Apfelschimmel steht immer noch vor der Tür, wo ich ihn abgestellt habe vor 2000 Jahren. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Jakob.
Wenn du schon nur die Wand hier hinten anschaust, kannst du mir auch dein Zeug geben. Du hast den Humpen von Andreas, dem Wirt, gewonnen? Oh ja, das Glück war mir hold. Warum fragst du? Dieser Humpen hat mir immer gefallen. Wie wäre es, wenn du dein Glück auf die Probe stellst und ihn gegen mein Silber setzt? Woran hast du gedacht? Es heißt, du wärst der beste Bogenschütze der Gegend. Lust, diese Behauptung unter Beweis zu stellen? Vielleicht nicht der Beste, aber dich schlag ich allemal. Na schön, ich setz den Humpen und du dein Silber. Abgemacht? Gut, abgemacht. Dann komm mit. Vor allem klebe ich in ihm drin. Und worauf schießen wir? Bullseye. Sakra, du könntest mal daneben schießen. Fresse. Sakra, du könntest mal daneben schießen. Nee, ich mach dich jetzt nass. Hast guten Wind gehabt. Sakra, du könntest mal daneben schießen. Sakra, du könntest mal daneben schießen. Junge, ich bin schon Profi. Anfängerglück. Guter Schuss, aber schau her. Sakra. Man muss schon sagen, der schießt auch nicht sehr, also der schießt nicht schlecht im Vergleich zu den Leuten, gegen die ich normalerweise schieße, bei den Bogenschützen-Wettbewerben. Ist ja schon eine ganze Ecke besser. Ja, aber ich habe jetzt gewonnen. Verflucht, du bist besser als ich dachte. Na gut, hier hast du den Humpen. Er ist sowieso nutzlos. Wie, er ist nutzlos? Hat der doppelten Boden? Ist da ein Loch drin? Hast du den kaputt gemacht? Ach, ich bedenke damals Bogenschießen, ey. Da war das einfach die Hölle. Da hätte ich das Haus nicht getroffen. Ich habe deinen Humpen. Ah, du bist ja doch kein Taugenichts. Lukesch wird sich freuen, dass ich ihm so tüchtige Leute schicke. Ich schätze, Lukesch ist ein wilderer Kumpan. Also, Wilderer ist ein hartes Wort. Ich würde ihn eher als einen Kerl bezeichnen, der einen Riecher für gute Gelegenheiten hat. Ich verstehe. Und wo finde ich diesen Spürhorn von dir? Er wohnt auf einem Hügel nördlich der Burg, in einer kleinen Hütte. Aber sag ihm ja, dass ich dich geschickt habe. Sonst jagt er dich fort. Werde ich. Danke. Ein Bier, bitte. Ich sollte dir danken. Kann's kaum erwarten, wieder einen saftigen Hirschschenkel zu beißen. Hirsch. Hirschschenkel. Könnte ich hier irgendwo... Natürlich. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Verdammt. So, das Bett ist in der ersten Etage. Weil ich will auch wieder ordentlich speichern. Und wir sind, ich glaube, bei 50% von einer... Wie heißt das? Von der Energie. So, das wollte ich sagen. Und das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, auch die Folge abzuschließen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Imperator. Die.